halb zwei am frühen Morgen oder anders formuliert mitten in der Nacht und unsere Leute sind trotzdem unterwegs hier auf den Holzplanken, laufen vom Generator weg auf ihn hin. Wohin eigentlich? Wohin zieht es die Leute mitten in der Nacht? Mich beschleicht der Verdacht, dass ich als Captain, als Vorsteher der Kolonie hier vielleicht noch nicht genug Arbeit, harte Arbeit verteilt habe an die Leute, weil sie jetzt abends halt einfach in der Nacht nicht kaputt genug sind, um unbedingt ins Bettchen zu fallen oder in die Koje oder den Schlafsack. In die Arme ihres Geliebten, ihrer Geliebten, von wem auch immer, sondern stattdessen hier draußen rumwandern, als ob sie noch überschüssige Energie hätten. Ich glaube, ich muss die Zügel noch ein wenig härter anziehen. Willkommen bei Frostpunk, beim Let's Play. Und ich weiß, ich bin ein harter Hund. Ach, oder bin ich ein Weichling? Schwer zu sagen. Eine Frage der Perspektive des Betrachters. Ist das Glas halb leer oder halb voll an Menschlichkeit, an Humanität, die ich demonstriert habe? Ein Teil der Fremden, der Flüchtlinge, haben mich aufgenommen. Ein Teil habe ich zurück in die Kälte geschickt. Ein weiterer großer Flüchtlingstrupp wird kommen. Auch da gilt es dann zu sieben. Gleich haben wir früh am Morgen was tun. Ich denke, wir können und sollten auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Ich baue noch eine Fabrik. Wir haben bislang noch keine gebaut und wenn ich hier wirklich den Weg beschreite, dass ich nicht massiv darauf gehe, Arbeitskräfte hier zu sammeln, dann macht es Sinn, mal endlich eine dieser Fabriken zu bauen, die wir bislang nur vom Hörensagen kennen, um Automaten zu fertigen oder Prothesen für die Versehrten. Hier könnten wir zum Beispiel eine hinsetzen, das ist hier... Ah, hier oder hier? Ich baue mal hier, das ist ein potenzieller Platz auch für Gesundheitsstationen. Ich guck mal, die kann ich auch wieder abreißen, wie die hier optimal reinpassen. Also hier würde eine reinpassen und hier wird auch noch eine reinpassen. Da könnte ich dann daneben eine Fabrik bauen, okay. Also hier hin? Ja. Die lässt sich auch noch drehen. Wie hätte ich sie gerne? Hoppla. Nee, lässt sich nicht mehr drehen. Dann platzieren wir die hier und entfernen die Medizinstation wieder. Das hat Zeit. Von den Steam Hubs aus müsste das eigentlich hier versorgt werden, das Gebäude. Ich denke ja. Ich lasse mal weiterlaufen. Und ansonsten, was könnten wir machen? Wir könnten auch, oh, ein Ereignis, welches denn? Steam Cores, genau, wir haben unseren ersten Steam Core benutzt. Bislang war ich verdammt geizig. Das sind notwendige Komponenten eines, von fortschrittlicher Technologie. Wir können sie nicht herstellen. Hoffentlich finden unsere Scouts sie irgendwo während einer Expedition. Wir haben schon einige gefunden. Die setzen wir jetzt endlich mal ein. Ich war so geizig, bislang die einzusetzen. Was wir auch machen können, wir können auch mal langfristig gedenkend einen der Jägerhütten oder der Jägerstandpunkte versetzen. Ein paar Gebäude stehen mir zu lange, zu dicht hier am Kern dran. Da kommt ein Flüchtlingstrupp in Kürze bei uns an. Eine dritte Welle klopft bei uns an die Tür. Sie ist da, die dritte Gruppe Flüchtlinge. Völlig erschöpft von ihrer Reise. Viele von ihnen schwer krank, verwundet. Ihr Anführer, Nansen, ist mitten unter ihnen. Wir haben jeden evakuiert, den wir evakuieren konnten, aber viele blieben leider zurück. Sie waren zu krank, um zu reisen. Nansen auch. Gott sei uns gnädig, die große Kälte kommt. Großes Unheil, prophezeien die, bringen die mit für unsere Kolonie auch. Was soll man mit der dritten Flüchtlingswelle hier tun? Und die Alternativen vermute ich mal, die gleichen, die wir schon kennen. Jeden reinnehmen, 50 Schwerkranke und 60 sind es insgesamt. Unzufriedenheit wird deutlich steigen. Nur die Gesunden mitnehmen, 10 Leute sind es gerade mal. Unzufriedenheit wird ein wenig steigen, Hoffnung ein wenig fallen oder Hoffnung fällt massiv, alle wegschicken. Wir nehmen die Gesunden. Das kanntet ihr ja schon. Und wenn ihr mich vorher gescholten habt, deswegen, dann werdet ihr... Oh, schaut euch das mal an. Oh Gott. Wir können jetzt sehen, woher die Flüchtlinge gekommen sind. Der große Frost kommt. Im Hintergrund wie eine riesige Kältewelle abzusehen. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen...
dass wir den Sturm beobachten können, diesen großen Schneesturm. Und sie brauchen einen Tag oder zwei, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in unserem Beacon, in unserem Aufklärungs- und Spähballon zu installieren. Oh Gott, was kommt denn da? Schaut euch das mal an. Wie furchtbar. Was für eine riesige Welle. Ein riesiger Schneesturm, der auf uns zurast. Grauenhaft. Ganz, ganz grauenhaft. Die 17 Leute haben wir jetzt aufgenommen. Wir haben, glaube ich, genug Wohnhäuser für alle Leute. Das sollte gar kein Problem sein. Ich guck mal in die Wohnhausübersicht. Ich glaube, wir haben sogar viel zu viel angelegt an Häusern. 114 Betten stehen frei. Da können wir uns... Und wie sieht es mit der Kohleversorgung im Moment aus? Alles gut. Wir verbrauchen viel, viel weniger, als wir produzieren. Nahrungsmittel. Alles im grünen Bereich. Gesundheitsstatus der Leute. 12 im Augenblick nicht behandelt. Das sind die neuen. 12 werden behandelt, aber... Das wird sicher noch bald besser werden. Die Medizinstationen werden ja allmählich frei. Das haben wir uns schon angeschaut. Und bei der Wirtschaft sieht eigentlich auch alles ganz ordentlich aus. Wie gesagt, eine Fabrik bei euch im Augenblick. Forschung läuft. Wir schauen bei der Forschung auch mal rein in unsere Workshops. Alles bestens. Alles gut, genau. Und dann haben wir noch einen zweiten Workshop. Aber da werden die Zustände auch ähnliche sein. Wir haben jetzt 6.23 Uhr. Das heißt, die Jäger... sollten zurückkommen. Oder sollten zurückgekommen sein. Das dauert noch ein Weilchen. Das dauert noch ein Weilchen, ja. Und wir können uns aber auch schon überlegen, wo wir die Leute gleich zur Arbeit hinschicken. Der Papa macht dicht. Wir lassen die Leute natürlich bauen. Wir lassen diese eine Fabrik bauen. Diverse Gathering Posts sind zu. Wir lassen die Leute erstmal die Fabrik herbauen und dann gucken wir weiter. Unser Scout-Trupp, ich glaube nicht, dass wir nochmal Leute hier losschicken werden. Den löse ich auf, den Scout-Trupp hier. Den kann ich auch jederzeit im Notfall wieder... Wir warten mal ab, was der Beobachtungsballon uns, was die Leute darauf uns sagen. Dann holen wir uns den eventuell zurück. Oh, da werden wieder höhere Temperaturen angezeigt. Demnächst Sachen gibt's. Und wir halten mal Ausschau. Nach den Jägern. Holen uns die Mitarbeiter. Und checken mal, wo wir sie alle einsetzen werden. Ich glaube, der Laden brummt. Was wir hier links nicht besetzt haben im Augenblick, das sind die Stahlwerke. Beide nicht. Kommt ein Stahltrupp und bringt 100 Stahl. Müsste im Augenblick nicht. Lasse ich im Augenblick hier mal leer, die Stahlwerke. Und Holz sieht alles auch grün, alles gut aus. Hier können wir gleich Leute fürs Holz einsetzen. Wir könnten noch weitere Vorratslager bauen. Oder die Vorratslager hier besetzen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wie sieht es mit der Kohle aus? Wir checken mal die drei Coal Thumper. Wie viel davor liegt? 44 gerade mal nur hier, okay. Riesiger Haufen von 917 liegt hier. Und ein winziger Haufen. Das heißt, wenn hier ein großer ist, dann werde ich hier auf jeden Fall die Leute zur Arbeit hinschicken. Und das war's, glaube ich, schon. Mehr müssen wir im Augenblick nicht einstellen. Noch ein Blick auf die beiden anderen Sägewerke. Die liegen ja rechts und links von den Jagdhütten. Und da wird auch gearbeitet. Hier und da oben. 62 Leute. Entschuldigt bitte.
die nichts zu tun haben. Ich muss mal ein Schlückchen meines Tees nehmen. Frage, was machen wir mit denen? Also wir bauen noch ein paar Vorratslager mehr, vor allem Kohlevorratslager. Dann setzen wir die Kohlevorräte, die wir hier haben, die Lager hier. Da füllen wir noch einmal Kohle auf. Weisen wir zu. Das können wir noch zuweisen. Da packen wir mal das. Ich glaube, Holz und Stahl kommen bringen, werden uns immer gebracht, genau. Wir weisen mal Holz zu. Und dann bauen wir noch ein paar Vorratslager. Weit draußen, wo sie niemanden stören. Hier auf jeden Fall, da stören sie keinen. Keine Sau, da können wir die hinpacken. Eins hier. Eins hier. Eins hier hin. Dann verbinden wir sie mit Straßen. Sollte eigentlich schon reichen. Ich mach mal eins mehr, man weiß ja hier nie. Jetzt haben wir genug Bauarbeiter auf jeden Fall dafür. Die Holzfäller schuften. Hier entsteht die Fabrik. In irrem Tempo auch. Wie sieht es aus mit unseren Forschern? Da können wir die Leute nicht antreiben. Vorratslager entstehen. Das Gefängnis, dem gebe ich mal zwei Mitarbeiter mehr. Obwohl, wir haben niemanden, der hier drinnen sitzt. Unsere Fabrik ist fertig und eine Forschung ist abgeschlossen. Das ist unsere Fabrik. Da packen wir jetzt natürlich fünf Ingenieure rein und steht keiner zur Verfügung. Das ist ein bisschen wenig. Und wir wollen gleich mal Ausschau halten, wo die Ingenieure alle stecken. In den Wachtürmen zum Beispiel. Haben wir in der direkten Nähe welche? Ja, hier. Da ziehen wir mal einen ab. Dieser Kochstation hier. Brauchen wir noch vier. Hier sind welche. Die kommen auch schnell rüber gerannt in dem hier. Ingenieure raus. Arbeiter rein. Jetzt können wir das hier aufmachen. Haben fünf Ingenieure und haben die Wahl, was wir produzieren wollen, ob wir Automaten produzieren wollen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Oder Prothesen aus Stahl. Damit hätten wir bald von unseren 12 Versehrten wieder 12 neue Arbeiter. Das sollte eigentlich schnell gehen. Stahl haben wir in rauen Mengen. Und erreichen uns wirklich 12 aus. Kann man das hier eingeben? Wie viele? Ja, 12 Stück bitte produzieren. Mehr nicht. Okay. Neue Forschung, also die Isolation der Kochstuben haben wir jetzt. Dann isolieren wir noch die Medizinposten und alles andere können wir auch isolieren. Bei den Ressourcen. Das reduziert, das erhöht das Tempo, mit dem wir Kohle produzieren. Auch okay.
Dann natürlich diese vielen Heizgeschichten, die wir noch machen müssen vor den herannahenden Sturm. Aber wir beginnen mal mit, wir produzieren 15% schneller Kohle. Okay. Die Musik ist deutlich dramatischer geworden. Ihr fragt euch, woher die kommt, kann ich euch gerne sagen. Ich sitze ja hier in meinem zentralen Captain-Sessel in unmittelbarer Nähe vom Generator. Füße stets in Richtung Generator gehalten, mordig warm. Lass dann bisweilen ein Tee mit Rum servieren und unmittelbar in meiner Nähe spielt ein kleines Orchester. Das sind ein paar Leute. Immer wenn hier so ein paar Arbeiter zu viel sind, wird die Musik auch lauter und dramatischer, weil ich mir einfach mehr Leute mit mehr Instrumenten gönnen kann. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? Genau. Ja, das ist die Erklärung. Ganz simpel. Oh, da links steht es. Wir müssen eine Forschung machen. Research Beacon. Ach, wir müssen die Instrumente erforschen. Das habe ich ja noch gar nicht kapiert. Können wir das noch machen? Wo ist das denn? Wo macht man denn diese Forschung? Hier wahrscheinlich. Wo ist die? Also hier kann... Ach, da oben. Neu dazugekommen. Brechen wir die alte ab? Nein, wir ziehen das einmal durch und machen es danach dann. Zehn Arbeiter, bitte kommen, bitte kommen. Wir füllen schon mal hier die Jäger. Und schauen mal hier in die bei der Produktion, wo eventuell ein Gathering Post gar nicht benutzt, gar nicht mehr gebraucht wird. Kohlelager ist fast voll. Also das hier ist ein Coal Thumper. Wie viel liegt davor? 48. Dann mache ich den hier, der direkt davor ist. Den mache ich mal dicht. Hier dagegen ist ein großer Haufen. Hier ist ein kleiner Haufen. Dann machen wir hier die... Das sind schon alles Ingenieure. Alles Ingenieure. Hier stecken die also. Kohlelager zuweisen. Wo sind die Vorratslager, die wir haben? Die wir neu eingerichtet haben. Hier. Einmal Kohle. Zweimal Kohle. Eins bleibt noch offen auf Reserve. Alle Arbeiter zugewiesen. Wir brauchen gleich noch 5 Ingenieure. Für den Pub. Minus 50 Grad.
Ende dieser Arbeitsschicht. War vielleicht nicht für alle, oder? Überstunden. Hallo, weiter geht es. Wir forschen ohne Pause weiter. Go, go, go. Unzufriedenheit steigt und die Leute werden gleich auch wieder weiterarbeiten. Wie immer heißt es in unseren Workshops, die Fachkräfte, die Eierköpfe, die müssen rackern und schuften. Der einfache Mann, die einfache Frau, das Proletariat, die dürfen jetzt ihre Pause machen, da verdiente Arbeit mit ihren von Schwielen übersäten Händen dürfen sie die Suppe entgegennehmen, während die Fachkräfte, die Eierköpfe, die haben ja bislang nicht so viel getan. Die haben den mit dem Rechenschieber hin und her hantiert. Die können ruhig noch ein paar Stunden weiterarbeiten. Denke ich mir. Ihr wisst, ihr hört es. Der Captain ist anscheinend ein Mann des Proletariats. Ein Mann der derben Ansichten. Hat man ja auch in seinem hartleibigen Umgang mit den Flüchtlingen schon erlebt. Ein Ereignis? Welches denn? Nein. Die Leute, die hier die Notfallschicht betreiben müssen, arbeiten sehr, sehr langsam. Nach so vielen Stunden sind sie ein bisschen apathisch, ein bisschen erschöpft. Sie sehen nicht, wie wir den Sturm überleben sollen. Und ja, wir können sie entweder zwingen, härter zu arbeiten, damit die Unzufriedenheit etwas steigern. Oder sie ihnen das gönnen, dass sie ein bisschen schludern dürfen. Das ist die Forschung nicht so effektiv. Leute, schuftet, arbeitet härter. Ich schicke euch immer einen Vormann rüber. Der wird die passenden Worte schon finden. Gleich ist die nächste Forschung bald zu Ende. Danke eures Einsatzes, Leute. Und jetzt produzieren wir noch mehr Kohle, gehen hier rein. Und werden... Was ist das hier eigentlich? Prothesen kosten weniger Stahl, das ist mir egal, wir haben genug davon. Jetzt gehen wir hier rein und wollen diese speziellen Instrumente hier erforschen, damit wir genauer abschätzen können, was hier überhaupt passiert um uns herum, welche Bedeutung es auf sich hat mit diesem gigantischen Sturm, der da auf uns zurollt, mit dieser Sturmfront. Bin sehr, sehr gespannt. Wie es weitergeht, ob unsere Leute überleben werden, was es mit diesem Schneesturm auf sich hat und wann die Nächsten rebellieren werden gegen meine klugen und weisen Pläne, dass die Leute gefälligst dann zu arbeiten haben, wenn ich es ihnen sage. Ich glaube, ich muss die Zügel doch noch ein wenig straffer anziehen, oder?